Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem Let's Profi und mit dem Lou. Mit seinem Grotto beim Häckseln. Moin, moin. So. Jo, wir sind fett am Häckseln auf jeden Fall. Nadine, so, was ist los? 38%. Was ist mit deiner Nadine, Alter? Wie viel Prozent hast du? 38%. 41, ja, steht nicht viel da. Wir schon 41? Dünken. Alter, was ist denn da los? 44. Digga, das ist gar nichts. Wir müssen die Wiese. Digga, Junge, du hast wie viel im Eimer rum und es ist schon 41, du. Trotzdem ist das nix. Wie viel fahrt ihr? 20. 20 km fährt er so schnell? Ja, aber. Lass das mal stehen bleiben. Nils, sag Bescheid, wie viel Prozent du dann hast. Macht keinen Sinn, wenn wir jetzt ganz hinterherfahren wie so eine Horde. Das kostet so viel Sprit. Kannst du mal Bilder machen mit deiner Drohne? Warte kurz, mach ich. Wir brauchen bei Insta-Bilder, weißt du? Instagram. Für dich mach ich das schon mal nicht, mal das nur für mich. Ach, scheiße. Wie fliegt die Drohne? Jetzt mach ich den Nils-Move, warte kurz. Kaputt. Also, Leute. Jungs. 84. Ja, sorry, Alter, du hast da nicht dauert denn zu lange. Oder dauert? 88. 89, ich bin 88, 90, ich halt die 91, 92, 94, ich komm drauf, der Bugatti braucht eine halbe Stunde zum Vorglühen. 83 und warte, 98, 99, voll. Noch ein Stück, noch ein Meter, ein Meter noch, ein Meter geht noch neu. So, voll. Hallo, voll. Meine Fresse, ich werde noch einen Kilometer weiter. Voll. Wo kommt das hin? In dein Quasilo. Warum in Chris eins? Das ich kommt an die, BGA kommt das. Nein, warum in natürlich. Chris Quasilo? Hat Chris die kostenlos von uns spendiert bekommen. Scheißdreck, du bekommst halt kostenlos Frist. Schau. Spendiert. Schau, einmal kompetentes Personal, immer kompetentes Personal. Einmal dummer Gegner. Halt die Klappe, Alter, nur weil du zu schlecht dafür bist. Nö. Ach, dann die Drohne fliegt da. Oh, oh, pass auf, der Baum! Du Arschloch, Digga. Achtung, der Turbolader! Oh, Alter, das war fast der Reifen, Digga. Ja, Junge, ich steck länger. Aber was willst du eigentlich, Alter? Ja, seh ich ja, wie du am Hänger hier festdenkst, ne? Machen wir hier die? Da willst du die da oben. Ach, nimm Drohne von oben. Blöde. Nimm mal gleich die. Ja. Wer hat denn da von den 1050 hingestellt, Alter? Welcher inkompetente Pfosten. Deine Mutter. Achtung, der Baum! Oh. Da passt die Drohne ins Fertig. Ja. Achtung, die Drohne stürzt jetzt ab. Der Baum. Gizzy, ich hab dich nicht lieb. Ah ja. So, ich warte dann erstmal auf euch, ne? Weil Justin und Ding überhole ich ja zusammen, ne? Weil ich war ja 60. Wen hat es interessiert? Deine Mama. Gar kein, also. So. Erzähl mal was vom Leben. Herr Agra Bayern. Scheiße. Erzähl was. Alter, du bist bescheuert, Alter. Jo, es war so knapp. Den Posten Chef zu übernehmen. Ja. Der andere ist gerade ein bisschen voll. Und zwar voll mit Adrenalin. Also, den Chef-Ding hatte ich ganz alles übernommen, ja. Digga, du bist der Co-Chef des Posten. Wie zu ist eigentlich? Ich wusste gar nicht, innerhalb von 2 Wochen mit 2 Wochen Pause gleich Chef bin. Chef bist du schon mal nicht, das habe ich nicht gesagt.
Komm, geh weg. Geh weiter. Das gibt ein Dislike. Fahr weiter. Vorne 2, hinten 3. Fahr mal weiter. Weiter. Was hat man denn gespritzt? Ich in deiner Mama. Geile Antwort. Ich hab 73%. Cool. Da macht fliegender Wechsel, wenn ich den jetzt nicht in einem Chrissys... Wo fahren wir denn jetzt hin? An die BGA, oder? Nein, an Chrissys Hof. Das ist ja krass, Chrissys Hof, du Homo. Doch, das hexeln wir für Chrissys Hof. Da möchte ich gerne auch... Was hin und nicht, Nadine, das muss ich erst machen. Kannst du den zweiten Schnitt gern haben. Aber das kann ich jetzt nächstes ich Mal mit einem nehmen. Ich hab gefragt, ob du dein Silo voll haben möchtest mit Gras, das wir häckseln im Auftrag und das Ganze wird kostenlos. Das kann Dominik beweisen. Das habe ich gesagt, gell Dominik? So kostet das. Digga, ja, ich dachte, wir häckseln. Hat wir häckseln jetzt für die PGA, Alter, und nicht für Chrissy, Junge. Digga, weil du nein gesagt hast, haben wir Chrissy gefragt und Chrissy hat gesagt, ja, du hast gerade gefragt, hast du gesagt, hab ich ein Fahrsilo? Oder brauchst du ein Fahrsilo? Hab ich gesagt, nee, ich brauch kein Fahrsilo. Ich hab Fahrsilo. Komm, Digga. Du Pfosten, okay. Junge. Du musst mal besser. Ja, ja, dann knallen wir jetzt bei Chrissy was rein und knallen wir jetzt bei dir was rein. Richtig, so machen wir das. Hälfte, Hälfte. Dann kann ich und Chrissy bei Chrissy rein und du kannst dein Silo rein und fertig. Oha. Wirst du gerade bei mir noch rein und dann kannst du bei gar keinen rein oder passt das nicht? Mais, hey, du Mleis, du Geringverdiener. Digga, was willst also, du eigentlich, du Pommesverkäufer? Taco-Verkäufer, Junge. Oh, Alter, ist das so voll. Du jeden Mittag an der Gemeinde, an der Kirche verkaufst irgendwelche Pommes an irgendwelche Geringverdiener. Was willst du eigentlich? Komm auf YouTube, hier schauen auch noch andere Leute zu, außer 18-Jährige. Außer deine Familie? Ich krieg das Eigentumsrecht über dein Discord. Das heißt, du hast so gesagt, ein Eigentum über die Boxshow. Mit dir und mit dir. Ey, wer fährt eigentlich von uns fest? Alles klar, keiner. Einfach reinkippen. Chrissy macht das. Einfach reinpaddern, das macht Chrissy schon. Ja, in 100.000 Liter drin sind, hat er ein bisschen zu tun. Ja, hier, der hat doch Zeit. Ja. Oh, da war er erst im Weg gelegen, ups. Gleich also ich mach dir mal so viel, Chris, ja. Das war eine schlechte Idee. Jetzt hätten wir noch ein kleines Problem. Dann reißt du deinen ganzen Hof ab. Dein zwei Silos sind voll. Ja, da muss doch alles in meine Silos rein, tut mir leid. Ich glaub. Warte mal, ich hab noch der hat hinten noch ein Silo. Ja, ich hab schon gesehen. Er klatscht, das ist dein Junge. Einfach drei Silos, der kleine fette Ho, was? Hallo! Ja, nicht so ein Geringverdiener wie du. Haha, was geht? Ja, ich mach ja auch Ballen, du Vogel. Ja, der. Ja, schau, Digga, das ist mit der Ansprache gerade. Hallo, mit der Ansprache gerade eben. Ha, hast du Silo? Ich so. Ich habe Silo. Ich bin volle. Willst du Silo? Nee, ich habe Silo. Okay, dann glauben wir. Silo? So okay, weiter nicht. Hast du Silo? Ja, ich habe Silo. So kommt er zu mir an, dann will er mir was sagen von. Da hat er mich gefragt, ob ich gerade mein Silo will. Hast du Silo? Junge. Geh mal weiter. Fahr mal weiter. Vorne 2, hinten 3. Wie viel Prozent hast du, Chrissy? 30. 30? Alles klar, ich komm wieder. Dann gib mal Vollgas, alter Nils, Junge. Schaut mal den zweiten. Der ist stufenlos, der Schlepper. Trotzdem scheiß es mal den zweiten. Körperlich und nicht für den Schlepper. Ich sehe schon, ich habe den Haufen jetzt schon dahin. Oh, der volle hat Vorfahrt, wenn du nicht vorbeifährst, richtig. Jetzt ist aber voll gegen das Teil. Voll nach oben geflogen. Ist da hinten überhaupt noch was? Ja. Ja, ich glaub zwei Bahnen sind da noch. Ja. Nils fährt schon mal nicht auf meinen Hof.
Weil hier stehen Fahrzeuge, wo der zu 100% gegenfährt. Nils und Alice Profi, ihr könnt schon zum nächsten Wiese fahren. Wow. Also die war da hinten über ein LU. Die über ein LU machen wir. Unter einem LU, okay. Über! Unter? Geh mal weg, Junge. Geh mal weg. Ey, wenn wir einmal die ganzen Hänger dran haben, Chrissy, warum nimmst du deinen Ladewagen, Junge? Wir haben eine Warte mal kurz. Korrekt. Hey, was? Wir haben einen riesen Hexer, sollen wir dein Zeug einfach weghäckseln, dann musst du keine 70 mal fahren. Was weghäckseln? Ja, dein Stroh. Ja, kannst machen. Sorry. Macht nix. Könnt ihr dann gerade meine Ballen auch noch weghäckseln? Das wird ein bisschen schwer gehen. Ach hier, das habe ich. Das mache ich jeden Tag. Wohin müssen wir jetzt? So, macht gut die Mutter. Ja. Also, da können wir querfeld einen durch den Wald fahren. Ey, euer Anhänger ist kaputt. Die Luke geht hinten immer zu. Ja, das ist normal. Du musst kurz eine Minute warten. Eine Minute warten, Alter. Kann das Ding nicht mehr schon? Ja, Junge, ich bin vielleicht sie einfach weitergefahren, Junge. Scheiß doch auf die Scheiße. Nee, die muss ordentlich zu. Ey, wir hatten hier alles zugeparkt. Ich bin schon über den Käse drüber gebrannt, mit 60. Hey, du kleiner Spacken, das geht von deinem Lohn ab, Alter. Dein Mindestlohn. Ich bin Chef. Von 50 Cent. Das Einzige, was du bist, ist Käseverkäufer. Was halt denn ran? Ich bin dein Daddy, jetzt halt die Fresse. Daddy, ich bin deine Ma. Und dann Fadi, was? Hey, yo. Erstmal mit meinem Kärcher drüber gefahren. Natürlich. Alles voll hier. Ich habe viel zu viele Maschinen, habe ich das Gefühl. Fährst du aber nicht ernsthaft auf deinen Hof, oder? Hä? Natürlich war ich auf meinen Hof. Ich habe gerade meine Siedlung voll gemacht, du Vogel. Ach so, du kippst. Ach so, okay. Ja, dann kippst du bei dir einfach rein. Oh, Junge. Oh, wenn Leute in der zweiten Klasse hängen geblieben sind. Fährst du weg jetzt, Gissi, oder was machst du? Na. Was fährst du eigentlich mit Fernlicht? Frage. Es ist schon dunkel, merkst du nicht? Also zumindest bei Chris in seiner Welt ist schon dunkel. Ja, ich glaub schon, er hat Steven Seder aktiviert. Hallo? Boah, geht's da gut? Ja. Er hat Helligkeit minus 1 und minus 12. Chris, du musst 20 fahren, nicht 10, ja? Ich fahr 20. Ja, dann hol mal ein bisschen auf, Digga. Da passt da nichts rein. Die Fahrzeuge werden frei per Fuhr abgerechnet, ne? Was sind hier denn eigentlich eine Anhängerkupplung? Nee. So. Ansonsten, erzählt mal, wie läuft's? Gut. Gut, der Hexer rollt auf vier Reifen. Auf dem Rohr kommt Gas. Was? Ich dachte, aus dem Auspuff kommt Gas. Aschgambe. Sag mal, wenn du 90 bist. Ey, jetzt Nils, hab ich 80%. Nils? Ja. Hast du euch eine Maurerritze? Deine Mama hat eine Ritze. Aber die, geht nicht mal. Aber die geht nicht tief rein, deswegen bist du auch so dumm. Aber was ist mit Mana zu tun, die Junge? Das weiß ich nicht. Dass die Crew sinkt immer weiter, bald so im Minusbereich. Und jetzt sind die Eisenkiss brettern jetzt zwei Schlepper drauf. Ne? Moin Lanz. Moin Moin. Wow. Du musst sagen, wenn du voll bist. Ja, 97%, 98%, 99%, voll. Ding der Wechsel, fahr einfach zu, Digga. Schieb dich auf die Seite. Hallo, Gruppe. Sorry, Nils hat Nils, du musst ein bisschen Zeit lassen, brauch ein bisschen Zeit. Jetzt halt die Klappe, du Geringverdiener.
Warte mal ganz kurz, ja, was Dominik, wer ist noch heute von mir? Jo, so meine lieben Freunde, das war's also dann schon wieder mit der Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, schaut gerne beim Heimkollegen vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.